Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Vanguard hat ein neues Feature, was es vorher noch nie in irgendeinem anderen Call of Duty Teil gab. Apropos Vanguard, viele Leute fragen mich relativ oft, ja, lohnt es sich das Spiel zu kaufen oder lohnt es sich nicht? Am Wochenende gibt es ein gratis Wochenende, wo sich dann jeder sein eigenes Bild machen kann. Also wenn ihr gerade noch unschlüssig seid, ob ihr es kaufen wollt oder nicht, ich denke, dann ist das Wochenende einfach perfekt dafür. Oder vielleicht seid ihr euch ja sicher, dass ihr es auch nicht kaufen wollt, aber wenigstens die Waffen schon mal für Warzone leveln wollt, dann ist es natürlich auch perfekt. Aber zurück zum Thema. Es wurde herausgefunden von True Game Data, dass Vanguard, wie gesagt, eine neue Engine bzw. ein neues Feature hat. Und dieses Feature nennt sich Bloom. Falls die Leute nicht wissen, was Bloom ist, dazu komme ich gleich. Vorher möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass es bei meinem Partner Aim Controller gerade 70 Euro Rabatt gibt wegen der Black Friday Woche. Beziehungsweise Black Friday ist ja erst nächste Woche, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon den Rabatt dafür. Also falls ihr auf so einen fetten Rabatt gewartet habt und schon immer einen Paddle Controller haben wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall jetzt am besten machen. Dafür müsst ihr einfach Code Floyd eingeben und dann könnt ihr 70 Euro sparen bei einem Mindestbestellwert von 225 Euro. Kommen wir jetzt aber wie gesagt dazu, was Bloom ist. Bloom ist eine Sache, die gab es wie gesagt vorher in Call of Duty noch nie. Es ist aber generell nichts komplett Neues in der Shooter-Branche, sag ich mal. Also Battlefield zum Beispiel oder Fortnite hatte das auch. Bloom bedeutet nämlich, dass wenn du im Visier bist, dass du dann nicht immer genau dort in die Mitte hinschießt vom Fadenkreuz. Das bedeutet also, dass die Kugeln nicht zu 100% genau sind, also dass sie auch mal nach rechts und links daneben fliegen können. Und dass es das inzwischen auch in COD gibt, das zeige ich euch jetzt. Normalerweise war es in Call of Duty ja schon immer so, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf diesen Spiegel hier ziele, dass du dann immer genau in die Mitte getroffen hast. Und natürlich hatte man in COD auch schon immer Rückstoß, aber die Kugel ist immer genau in die Mitte vom Fadenkreuz geflogen. Und inzwischen ist es in Call of Duty nicht mehr so. Das kann ich euch jetzt einfach mal zeigen, indem ich, wie gesagt, jetzt hier einfach mal hinziele. Und wir werden jetzt sehen, dass die Kugel, jetzt hat sie sogar getroffen. Jetzt ist sie ein bisschen weiter links oben daneben geflogen. Jetzt ist sie rechts unten daneben geflogen. Ein bisschen links unten. Ich guck einfach mal, jetzt ist sie sogar extrem weit rechts oben daneben geflogen. Jetzt habt ihr es nochmal extrem gesehen. Manchmal wird sie natürlich auch treffen. Jetzt hat sie wieder komplett drüber geschossen zum Beispiel. Also ihr seht schon, die Waffe schießt auf jeden Fall nicht immer genau dorthin. Jetzt hat sie auch komplett verzogen. Sie schießt auf jeden Fall nicht mehr genau dorthin, wo man eigentlich hinzielt. Was in COD eigentlich schon immer so war. Also klar, in der MP hat meistens zu viel Rückschuss gehabt oder zu wenig Schaden einfach auf Distanz. Aber trotzdem hat sie immer genau dorthin geschossen, wo man auch hingezielt hat. Und das ist inzwischen halt nicht mehr so. Das Ganze ist halt ein realistisches Feature, weil die Waffen halt auch in echt nicht immer genau dorthin schießen, wo man halt hinzielt. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Realismus jetzt unbedingt in einem Shooter notwendig ist. Also ein ganz einfaches Beispiel für Bloom ist auch einfach, wenn man gar nicht ins Visier geht. Da haben wir jetzt das Fadenkreuz und die Kugel wird jetzt nicht immer genau in die Mitte von dem Fadenkreuz schießen, sondern sie wird auch mal rechts und links daneben fliegen, sag ich mal. Also kann man sich das in Vanguard so vorstellen, dass man auf Range immer noch so ein bisschen Spread hat, wo man halt nicht die ganze Zeit immer genau treffen kann. Das kommt jetzt aber auch sehr auf den Waffentyp oder auf die Waffe oder auch auf die Aufsätze drauf an. Also eine MP hat für gewöhnlich mehr Bloom als jetzt zum Beispiel ein Taktikgewehr oder so. Kommt aber wie gesagt auch auf die Aufsätze an. Und wie viel Bloom jede einzelne Waffe hat, das schauen wir uns jetzt an. Denn True Game Data hat dazu, wie gesagt, ein Video gemacht. Das Video dazu werde ich euch auf jeden Fall mit in die Beschreibung reinpacken. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Sturmgewehren und ihr könnt auch schon sehen, er hat das Ganze ein bisschen farblich markiert. Wenn jetzt hier irgendwelche Werte gut waren, hat er sie grün gemacht. Umso grüner sie sind, desto besser sind sie auch. Und wenn irgendwelche Werte schlecht waren, hat er sie halt rot gemacht. Natürlich sind die ganzen Werte jetzt auch nicht zu 100% genau richtig. Er hat das ja selbst getestet und da können natürlich auch Messfehler aufkommen. Also ich sage jetzt mal kleine Messfehler. Es kann jetzt nicht sein, dass die Roboter jetzt auf einmal mehr Bloom hat als die AS44, aber so kleine Sachen wie zum Beispiel jetzt die Itra Burst oder Bar. Da kann es jetzt zum Beispiel sein, dass Itra Burst eigentlich genau die gleichen Werte hat wie die Bar oder so. Oder jetzt zum Beispiel die SCG und die Bar. Also es kann wie gesagt sein, dass da ein paar Messfehler drin sind, aber auf jeden Fall ist es grobe schon mal gegeben. Und was wir hier auf jeden Fall schon mal sehr gut sehen können, Sturmgewehr bedeutet nicht leicht, dass die Waffe auch präzise ist. Also die Roboter ist auf jeden Fall schon mal sehr präzise. Das Ganze ist übrigens jetzt auch ohne Aufsätze. Und zum Beispiel das Volkssturmgewehr oder die AS44 vor allem, die sind wie gesagt gar nicht präzise. Und ganz, ganz wichtig mit präzise sein ist wie gesagt nicht der Rückschuss gemeint, sondern wie weit die Kugeln jetzt von der Mitte entfernt fliegen können. Also kann man sich auf jeden Fall schon mal merken, bei der AS44 zum Beispiel muss man auf jeden Fall was für die Präzision tun. Was man gegen diesen Bloom machen kann, dazu kommen wir noch später. Kommen wir als nächstes zu den SMGs und auch hier können wir schon sehen, dass da sehr große Unterschiede auch sind. Also generell kann man eigentlich schon mal sagen, dass die MPs auf jeden Fall nicht so präzise sind, jedenfalls die meisten. Die Owen geht auf jeden Fall fit und die Typ 100 ist sogar sehr, sehr präzise eigentlich für eine MP. Aber die MP40, die Sten, die Tommy Gun und die PPSH, die sind nicht wirklich gut. Soweit ich weiß, ist die PPSH sogar mit dem Wert am schlechtesten von allen. Also mit der PPSH sollte man nicht unbedingt auf Long Range spielen, wenn man keine guten Aufsätze dafür drauf macht. Kommen wir als nächstes zu den LMGs und die sind relativ präzise, würde ich jetzt einfach mal sagen. Am besten sind da die DP27 und vor allem die Brenn. Die Typ 11 und das MG42 sind relativ präzise, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und kommen wir zum Schluss noch zu den Taktik- und Scharfschützengewehren und logischerweise, wer hätte es gedacht, dass sie die präzisesten von allen. Da sticht jetzt eigentlich keine Waffe irgendwie deutlich schlechter heraus oder so. Aber jetzt habe ich ja gesagt, dass ich später noch sagen werde, was man dagegen machen kann. Denn es gibt bestimmte Aufsätze, mit der man die Waffe genauer machen kann. Und wer hätte es gedacht, die Aufsätze, die plus Präzision bringen, machen die Waffe halt auch genauer. Also wie gesagt, nicht genauer vom Rückstoß, sondern vom Bloom. Also wenn wir jetzt
Beispiel eine MP40 spielen und sie trotzdem auch immer noch auf Longrange gut machen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir auch die Präzision nach oben bringen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze so, dass ich jetzt einfach mal die bestmögliche Präzision aus der Waffe raushole und dann machen wir den gleichen Test wie am Anfang einfach nochmal. So, wir gehen nochmal an dieselbe Stelle, zielen wieder genau auf diesen Spiegel dort und wir werden jetzt sehen, dass die Waffe auf jeden Fall relativ, ihr seht schon, eigentlich so gut wie nie jetzt rechts oder links von diesem Spiegel aufkommt. Und ihr habt ja am Anfang gesehen, das war am Anfang, wie gesagt, nicht so, als wir noch keine Aufsätze drauf hatten. Und die MP40 war ja eigentlich eine Waffe, die eine sehr schlechte Präzision bzw. Blumen hatte. Und jetzt mit den Aufsätzen trifft sie schon sehr, sehr, sehr genau. Also solltet ihr mit einer Waffe auch gerne auf Longrange spielen wollen, dann solltet ihr auch darauf achten, dass die Waffe auch eine gute Präzision hat. Und wenn eine Basewaffe schon sehr schlechten Blumen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr, wie gesagt, Aufsätze raussucht, die auch eine gute Präzision haben. Wenn eine Basewaffe ohne Aufsätze schon relativ guten Blumen habt, dann müsst ihr euch natürlich nicht so sehr drum kümmern. Was mich persönlich jetzt aber sehr interessieren würde, wie steht ihr denn zu dem ganzen Thema? Findet ihr es gut, dass es jetzt so eine realistischere Mechanik gibt oder findet ihr es eher kacke? Blumen an sich ist halt so eine Sache, die es jetzt auf Long Range so unglaublich zufällig macht, wer den Gunfight gewinnt. Weil ich meine, du kannst jetzt halt nicht immer mit Skill das Ganze ausgleichen. Wenn eine Waffe schlechten Blumen hat, dann kannst du auch als bester Spieler halt nichts dagegen machen. Die Kugeln fliegen dann halt einfach unvorhersehbar irgendwo hin und das kannst du halt auch als guter Spieler nicht ausgleichen. Einen sehr hohen Rückstoß kann man halt immer ausgleichen, aber du kannst halt nicht irgendwie eine random Kugel irgendwie vorhersagen. Und ich meine, Call of Duty ist jetzt sowieso jetzt nicht für den Realismus bekannt, sag ich mal. Also das ist meiner Meinung nach eher ein Feature, was nicht unbedingt in den COD gehört. Aber wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. So, das war's jetzt aber auch mit dem Video. Lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. 20.000 sind das große Ziel bis Ende des Jahres. Jetzt aber genug drum rumgelabert. Haut rein.